Ich erkläre euch, warum diese 10 Pokémon die stärksten in 2023 sind. Platz 10. Dieses Pokémon aus Pokémon Rot, Blau und Gelb bin ich ehrlich gesagt sehr froh, euch in dieser Liste zeigen zu dürfen. Schließlich war dieses Pokémon vom Typ Dracheflug auch lange Zeit mein absolutes Lieblings-Pokémon. Es ist Dragoran. Dragoran ist ja ein pseudo-legendäres Pokémon und daher mit seinen 600 Basiswertpunkten durchaus stärker als vergleichbare Pokémon seiner Generation. Jedoch solltet ihr auch wissen, dass Dragoran von einigen Attacken im Kampf profitiert, die zu seiner Stärke verhelfen. Ein Muss ist definitiv die Attacke Turbo Tempo, welche eine erhöhte Priorität hat, aber zeitgleich mit einer Stärke von 80 zu den stärksten Prioritätsattacken überhaupt zählt. Doch Dragoran profitiert auch von einer neuen Eisattacke, die in Pokémon Karmesin und Purpur eingeführt wurde, der Eiskreisel. Die Attacke entfernt neben dem Schaden auszuteilen jegliche Feldeffekte vom Spielfeld. Ihr solltet wissen, gerade Nebelfeld ist gefährlich für Dragoran, weil jegliche Stärke von Drachenattacken reduziert wird. Da Dragoran auch ab und an mal mit Drachenklaue gespielt wird, ist es die perfekte Ergänzung für ein schon grundauf starkes Pokémon. Ich bin mir sicher, Dragoran wird in diesem Jahr noch eine sehr große Rolle spielen. Platz 9. Dieses Pokémon ist in Pokémon X und Y vor allem wegen seiner übermächtigen Fähigkeit bekannt geworden, die im nächsten Spiel Sonne und Mond bereits wieder abgeschwächt werden musste. Fiaro ist wieder zurück und das hat vor allen Dingen einen Grund. Ihr solltet wissen, es ist sehr wichtig, der Schnellere in Pokémon-Kämpfen zu sein und den Zugvorteil zu behalten, was bei Profispielern auch gerne mal Momentum genannt wird. Durch Fiaro könnt ihr sehr leicht das Momentum gewinnen, indem ihr die Attacke Rückenwind einsetzt. Die Attacke verdoppelt die Initiative eures gesamten Teams für 4 Runden, was meistens bedeutet, dass Fiaro nochmals angreifen kann. Dann wird es entweder Sturzflug oder Flammenblitz einsetzen, was den Gegner erheblich schwächen oder sogar K.O. gehen lassen kann. Auch wenn diese Strategie hier mit Rückenwind und Sturzflug recht offensichtlich ist, ist diese sehr beliebt. Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier aufnehme, wird sogar jedes Fiaro mit Rückenwind gespielt. Warum? Der Grund ist immer noch die Fähigkeit Orkanschwingen. Denn Rückenwind ist eine Flugattacke und daher hat diese immer Priorität, solange die KP von Fiaro voll sind. Bei Fiaro müsst ihr eben nur wissen, wie ihr es am besten einsetzt. Platz 8. Ein guter alter Klassiker ist dieses Pokémon hier aus Schwarz und Weiß. Kommt es einmal auf das Kampffeld, wisst ihr eigentlich schon, dass ihr mindestens ein Pokémon verlieren werdet. Demeteros darf natürlich in dieser Liste nicht fehlen. Dank Pokémon Home könnt ihr mittlerweile alle Kräfte der Natur auf Karmesin und Purpur spielen. Bei den Weltmeisterschaften bin ich mir eigentlich schon sicher, werden wir Demeteros auf jeden Fall sehen und es wird sehr gemein gespielt werden. Ich meine, habt ihr schon mal Demeteros als Pokémon gegen euren Gegner im Kampf eingesetzt? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wenn ja, kennt ihr sicherlich die Attacken Kehrtwende und auch den guten alten Erdbeben auf Demeteros, die wir auf den Weltmeisterschaften sicherlich sehen werden. Doch eine andere Attackenkombination ist durchaus gemeiner, welche ich euch erklären möchte. Der Steinhagel lässt sich auch auf Demeteros spielen, jedoch hat die Gesteinsattacke, wie viele andere Attacken dieses Typs auch, keine hundertprozentige Genauigkeit, sondern ist nur zu 90% genau. Das heißt, ihr könnt natürlich verfehlen, jedoch ist das bei Demeteros durchaus so gewollt. Denn es kann auch den Fruststampfer erlernen, der mit doppelter Stärke trifft, wenn im letzten Zug eine Attacke daneben ging. Und ratet mal, welche beiden Attacken gerne auf Demeteros gespielt werden. Ich weiß jetzt schon, dass bei Demeteros auf den Weltmeisterschaften die Fetzen fliegen werden. Platz 7. Dieses legendäre Feuer-Pokémon ist aus Pokémon Diamant, Perl und Platin und seit jeher wird es für Pokémon-Kämpfe immer mal wieder genutzt. Heatran. Heatran ist ein Pokémon des Typs Feuer-Stahl, was es zwar anfällig gegen Bodenattacken macht, aber durchaus sehr viele andere Typen dadurch Resistenzen und somit Schwierigkeit gegen Heatran haben. Beliebte Attacken sind Hitzewelle und Erdkräfte, die beim Gegner Schaden austeilen sollen und das Schutzschild, um eine mögliche Bodenattacke abwehren zu können. Die passenden Items für diese Strategie gibt es natürlich auch und ihr habt die Wahl zwischen der Überreste, die KP wiederherstellt oder dem Lebenorb, um mehr Offensivschaden austeilen zu können. Alles in allem überrascht es mich wenig, dass Heatran weiterhin eine große Rolle spielt. Platz 6.
Hingegen überraschen wird euch sicherlich, dass auch der Pflanzenstarter der 8. Generation hier vertreten ist, Gortrom. Tatsächlich muss ich gestehen, würde ich selbst hier nicht unbedingt mit einem Starter-Pokémon rechnen. Aber warum ist es dann so viel stärker in Karmesin und Purpur als andere Starter-Pokémon? Das liegt definitiv meiner Meinung nach an seiner Fähigkeit Graserzeuger. Diese bewirkt, dass wenn Gortrom in den Kampf geschickt wird, ein Grasfeld entsteht. Durch Grasfeld wiederum, müsst ihr wissen, werden alle Pokémon jeden Zug um 1/16 der maximalen KP geheilt. Kombiniert ihr deswegen Gortrom mit dem Item Offensivweste, wird es zu einem sehr zähen Gegner. Interessant finde ich hier die Attackenwahl, die, wie ich finde, auch Gortroms Rolle im Kampf etwas offenlegt. Auf den meisten Turnieren kann es zum einen immer Mogelhieb, der, wenn er trifft, das gegnerische Pokémon zurückschrecken lässt. Aber auch die Kehrtwende, damit, wenn das Grasfeld ausgelegt wurde, auf ein anderes Pokémon zurückgerufen werden kann. Gortrom nimmt also die Rolle eines Unterstützers ein, der in erster Linie andere Pokémon von euch heilen soll. Natürlich aber könnt ihr auch mit der Signature-Attacke Trommelschläge angreifen, die vom Typ Pflanze ist und die Initiative des Gegners um eine Stufe senkt. Dank des Grasfeldes wird die Attacke auch gleich nochmal um 30% verstärkt, was durchaus viel Schaden beim Gegner anrichten kann. Manchmal muss es eben kein legendäres Pokémon sein, das eine sehr wichtige Bedeutung einnimmt, sondern der Starter, den ihr hier nicht nur durch eure gemeinsame Abenteuerreise lieben lernen werdet. Platz 5. Und wieder geht's nach Sinnoh und damit zu einem Pokémon aus den Spielen Diamant, Perl und Platin. Sicherlich wissen einige, dass ihr Pokémon den Kampf so in die Länge ziehen können, dass es wieder mal 10 Minuten länger dauert. Ganz im Ernst, wundert sich hier jemand über das legendäre Cresselia? Cresselia ist ein hyperdefensives Pokémon, das euch nicht nur Zeit verschaffen soll, sondern auch gerade bei langsameren Teams vor allem mit einer Attacke gespielt wird. Bizarro-Raum. Diese ermöglicht es, Pokémon, die langsam sind, zuerst zuzuschlagen und schnelle Pokémon kommen als letztes zum Zug. Doch nicht nur das. Cresselia beherrscht seit Legenden Arceus auch eine neue Signature-Attacke, die vielleicht der ein oder andere schon wieder vergessen hat. Lunargebet. Im Doppelkampf ist diese Attacke enorm nützlich, da die Pokémon auf der eigenen Seite 25% der maximalen KP regeneriert bekommen, aber was auch noch viel besser ist, alle Statusprobleme zusätzlich entfernt werden, was normalerweise durch Attacken nur schwer umsetzbar ist. So habt ihr für viele Kampfsituationen eine sehr gute Attacke parat, die den Gegner mächtig in die Ecke drängen kann. Vielleicht wird der ein oder andere von euch auf ein Cresselia im Kampf treffen und dann an meine Worte denken, warum es wieder so lange gedauert hat zu gewinnen. Platz 4. Die Einalregion ist schön und ich meine, sind wir mal ehrlich, dieses Pokémon gehört eigentlich immer in diese Art von Liste rein und ist zu einem echten Klassiker geworden. Kuzassa. Das Pilz-Pokémon darf auch in 2023 nicht fehlen und zählt weiterhin zu einem doch sehr starken Pokémon. Das liegt auch unverändert daran, dass das Pflanzengift-Pokémon die Attacke Pilzspore lernen kann, die 100% genau ist und den Gegner einschlafen lässt. Da Schlaf ein sehr nerviger Status ist, der nur schwer verhindert werden kann, ist es ein Muss für jedes Hutsasa-Attackenset. Des Weiteren solltet ihr auch nicht auf die Attacken Wutpulver und Pollenknödel verzichten. Im Doppelkampf kann Wutpulver nützlich sein, um Schaden von eurem Partner-Pokémon abzuwenden, weil nur noch Hutsasa angegriffen werden kann. Pollenknödel kann hingegen als Offensivattacke eingesetzt werden, jedoch aber auch zur Heilung. Solange euer Pokémon nicht unter dem Effekt von Heilblockade steht, wird bei dem Partner als Ziel 50% der maximalen KP wiederhergestellt. Kuzassa kann obendrauf noch die Fähigkeit Belebekraft, die seine eigenen KP um 33% wiederherstellt, wenn es aus dem Kampf zurückgerufen wird. Wie ihr merkt, hat Kuzassa alle Karten in der Hand, um sich selbst und Partner im Kampf effektiv zu heilen. Auch wenn die Strategie mittlerweile ein wenig anders ist wie noch vor ein paar Jahren. So ist und bleibt nun mal aber Hutsasa nach wie vor ein sehr wichtiges Pokémon im Kampf. Platz 3. Wieder einmal geht es um die 5. Generation und wieder einmal um ein legendäres Pokémon der Kräfte der Natur. Doch diesmal ist es Boreos, das die Runde aufmischt. Ich muss schon sagen, es ist sehr beeindruckend, dass ich gleich 2 Kräfte der Natur für die stärksten Pokémon aus 2023 halte. Doch warum eigentlich? Auch hier ist es ähnlich wie bei Fiaro, das sogenannte Momentum zurückzugewinnen. Das heißt, auch hier ist es immer so,
dass es mit Rückenwind gespielt wird. Doch im Gegensatz zu Fiaro beherrscht Boreos eine neue Signature-Attacke und ebenfalls ist hier Legenden Arceus schuld. Dort wurde eine neue Attacke namens Polarorkan eingeführt, die in Karmesin und Purpur die Initiative der Gegner zu 30% senken kann. Boreos ist aber obendrauf noch ein sehr guter Konter gegen vorher erwähntes Huzasa oder Cresselia, das von Boreos mit Verhöhne angegriffen und so alle Statusattacken wie Pilzspore oder Lunargebet nicht mehr eingesetzt werden können. Es ist also klar, warum Boreos eine so große Rolle spielt. Es passt sich den Strategien der anderen starken Pokémon perfekt an und wird so selbst zu einem der stärksten Pokémon überhaupt. Platz 2. Nach den vielen alten Pokémon, die aus den älteren Generationen kommen, gibt es tatsächlich auch eine Pokémon aus Karmesin und Purpur, das es in diese Liste geschafft hat. Es ist ein Paradox-Pokémon und unter den vielen ist es Flutterhaar. Generell sind Paradox-Pokémon gut im Doppelkampf einzusetzen, aber Flutterhaar hat dann doch im Gegensatz zu den anderen Pokémon einige Vorteile. Da ist natürlich seine sehr starke Typenkombination Geist-Fee, die nicht nur viele Immunitäten mit sich bringt, sondern auch einige Resistenzen hat. Allerdings ist der Hauptvorteil von Flutterhaar seine sehr hohe Initiative gepaart mit dem gleich hohen Spezialangriff. Das heißt, meistens ist Flutterhaar nicht nur sehr schnell, sondern teilt dem Gegner auch mit Attacken wie Mondgewalt oder Spukball sehr viel Schaden aus. Wenn ihr wirklich All-In gehen möchtet, gebt ihr dem Pokémon noch eine Wahlbrille, die den Spezialangriff nochmals um 50% erhöht und damit bei vielen gegnerischen Pokémon schon ein One-Hit-KO so gut wie sicher ist. Flutterhaar ist ein wirklich sehr starkes Paradox-Pokémon, das ihr in diesem Jahr auf keinen Fall unterschätzen solltet. Platz 1. Bevor ich zum stärksten Pokémon komme, möchte ich ein kleines Zitat von unserer geliebten Melanie aus der Top 4 von Pokémon Gold, Silber und Kristall dalassen. Ob ein Pokémon stark ist, ob ein Pokémon schwach ist, die halbe Welt meint, diese Frage so einfach beantworten zu können. Aber einen wirklich starken Trainer erkennt man daran, dass er mit reiner Willenskraft jedes Pokémon seiner Wahl zum Sieg führen kann. Ich denke, das beschreibt das Video ganz gut, wobei natürlich auch die Erkenntnisse von Seiten wie Pikalytix und Smogon in diese Liste eingeflossen sind. Doch nun zurück zu dem stärksten Pokémon in 2023 überhaupt. Ich glaube, die Information, dass es sich hier um ein legendäres Pokémon handelt, überrascht niemanden. Dass es vom Typ Kampfwasser ist, verrät natürlich, dass es sich um Keldeo handelt. Ich weiß ganz genau, da sind viele drauf reingefallen, weil sie die Unterschiede zwischen legendären und mysteriösen Pokémon nicht kennen. Deswegen hier mal nochmal ein Video verlinkt. Nein, Spaß beiseite, es ist natürlich nicht Keldeo. Das Pokémon, um das es sich hier handelt, ist Wulaosu und zwar in seinem fließenden Stil. Und lass mich eins sagen, dieses Ding ist brutal stark. Da ist zum einen seine Signature-Attacke Trefferschwalm. Diese hat einen sehr guten Zusatzeffekt. Jeder Treffer ist ein Volltreffer und verursacht deswegen 50% mehr Schaden. Im Fall von Trefferschwalm bedeutet das, dass diese Attacke in der Regel mit einer Stärke von ca. 110 trifft. Durch die Volltreffererhöhungen wiederum werden die Verteidigungswerte-Boosts natürlich auch ignoriert. Schützen kann sich der Gegner übrigens auch davor kaum, da verborgene Faust, das ist die Fähigkeit von Wulaosu, die Schildattacken umgeht, wenn Wulaosu selbst mit einer Attacke Kontakt herstellt. Da Trefferschwall, Nahkampf und auch Wasserdüse Kontakt herstellen, kann der Gegner nicht wie sonst Schutzschild nutzen, um die Attacke vorher zu erraten und damit steht dieser gleich immer unter Zugzwang. Diese Stärke dieses Pokémon liegt definitiv darin, eine für den Doppelkampf fast essentielle Strategie und Mechanik des Scoutens fast vollständig auszuhebeln. Wulaosu ist für jedes starke Team ein Must-Have in 2023 und das stärkste Pokémon für Kämpfe bei weitem und damit bei für heute.